Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir spielen heute mal in Lego 2K Drive rein. Ihr seht schon das Menü. Also ich würde sagen, hier halten wir uns gar nicht lange auf, sondern gehen direkt ins Spiel. Und natürlich auch direkt ins Story Game. Mal gucken, ob ich ein bisschen lauter machen muss. Vielleicht haben wir eine Sprachausgabe, das weiß ich nicht. Ich habe mir hierzu noch nichts im Vorfeld angeguckt. Ich packe K. Heute reden wir über dein Wartalent. Du bist richtig schnell. Du kannst gut bauen. Und zertrümmern. Und du willst das hier. Den Sky-Pokal. Ach je. Himmel. Macht nichts, es gibt auch ein Rennen im Himmel. Den Sky Cup Grand Prix. Alle Teilnehmer sorgen für ihr eigenes Transportmittel zum Sky Stadion. Aber um dir den Sky Pokal zu holen, musst du ein paar echt krasse Fahrer besiegen. So wie die krassen Typen hier. Hey, die rammen sich absichtlich. Ja, einfach krass. Einfach frech. Und dein Hauptkonkurrent ist der bisher ungeschlagene, obwohl er sicher betrügt, niemals beim Mogeln ertappte, amtierende und unsympathische Champion, Shadow Z. Ganz recht, Shadow Z. Au, ich werde dich sowas von fertig machen. Du bist ein namenloser Niemand, der mir auf einmal völlig unbegründet Ärger macht. Okay, Z, mach mal Platz. Ja, Clutch Racington, ehemaliger Rennstar, jetzt charismatischer Trainer für neue Renntalente. Was gut für dich und auch gut für die Story ist. Das gibt eine Einführung. Nein, nein, nein. Na, vielleicht doch. Aber keine langweilige, glaub ich. Jedenfalls hast du ohnehin keine Wahl. Also los. Okay, also wir sind im Spiel. Es beginnt also ähnlich wie dieses Disney Racing, was wir gezockt haben. Ich hatte auch drüber nachgedacht, ob wir mal wieder in Mario Kart reinzocken. Also ich hab's schon, oder beziehungsweise bin schon dabei, es runterzuladen. Ich muss sagen, so von der Steuerung her macht das ganz gut Bock. Aber das war bei dem Disney-Ding ja nicht anders. Also storytechnisch mit diesem dritten Fahrer hier wirkt das auch ein bisschen wie der Cars-Film, ne? Da hast du ja auch Lightning McQueen als Guten. Auf dem Turbofeld, das beste Rennsportzentrum der Welt. Hier gibt es alles. Dann gab es noch den Grünen und dann noch den Blauen irgendwie, ne? Snacks von der weltberühmten Ziellinie. Und die Radkappenkuppe. Perfekt für richtig weite Sprünge. Wir haben sogar eine Werkstatt, wo du dir einen fahrbaren Untersatz bauen kannst. Und mein persönlicher Favorit, der Klatschturm. Das Herzstück des Ganzen. Vergiss mich nicht. Ich bin Stud, deine super tolle Unterstützungsdrohne. Stud wird dich rumführen und deine Systeme überwachen. Stets zu Diensten. Oh oh, Stud ist wohl ein bisschen staubig. Ich mache ihn nach diesem Intro sauber. Bis dahin, lass mal sehen, wie du aussiehst. Ah, okay, jetzt kann ich mir hier so einen Fahrer erstmal. Erstellen bzw. aussuchen. Also, ich würde fast sagen, er hier, ne? Oder? Komm, wir nehmen ihn hier, der hat wenigstens ein bisschen Wiedererkennungswert. Nur mit Helm wäre vielleicht auch ein bisschen lame. Verändern willst, öffne das Rennpaket im Optionsmenü. Okay, Renntalent, Zeit für deine erste Fahrstunde. Komm zu mir und ich zeige dir, wie man driftet. Siehst du die orangene Markierung? Fahr dorthin, um Klatsch zu treffen.
Ich habe irgendwann mal bei meinem Onkel auch ein Lego-Spiel, Lego-Spiel gezockt. Ich weiß aber, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht mehr, was es war, wie es hieß. Aber das habe ich auch, da habe ich mich auch so ein bisschen reingefuchst und dann fand ich es auch ganz geil. Also erstmal ein bisschen Driften jetzt üben. Ja gut, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Aber da muss man nebenbei nicht noch irgendwie bremsen oder so. Achso. Ah, okay, jetzt habe ich's. Ja, alles klar. Nee, ich habe gedacht, bis eben überlesen, ich habe gedacht, ich könnte mit links und rechts Gas geben. Also mit L2 und R2 Gas geben, aber eins ist... Also L2 ist Bremsen. Oh! Ja, ich gebe vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, ich weiß. Kriegen wir schon da irgendwie ein bisschen... Aber es fühlt sich ein bisschen auch komisch an. Ach komm, so schlecht war das gar nicht. Ich komm langsam rein. Das ist halt aber auch ein bisschen... Jetzt haben wir es. Doch, ich war damals bei Need for Speed eigentlich ganz gut im Driften. Also ich habe... Also bei Underground... Oh! So viel zum Thema. Nein, bei Need for Speed Underground, da musste man... Gab es auch so Driftstrecken, wo du Punkte sammeln musstest. Und umso besser du gedriftet bist, umso mehr Punkte und so weiter. Doch witzig, dass das Auto immer wechselt, ne? Also, dass er das Auto wechselt, finde ich ganz, ganz witzig. So, warte mal, wo soll ich ihn treffen? Oh! Suche den Klatschturm, ja? Ja, warte. Machen wir doch gerne. Also, die Welt, das ist schon irgendwie ganz niedlich. Wie gesagt, ich habe dieses Lego-Game damals auch ganz gerne gezockt. Aber schon... Ich weiß gar nicht, wo diese... Das war damals PC. Ich weiß gar nicht, wo diese... Spiele abgeblieben sind. Da waren nämlich mehrere drin. Das war so eine Dreier-Kombo, glaube ich. Das war irgend so ein Spiel. Also einmal irgendein Lego-Spiel. Dann hatte man... Achso, okay. Also nochmal. Das... war einmal ein Lego-Spiel. Dann hatte man einmal so ein... Ich weiß gar nicht, so ein Raumschiff-Spiel oder so war das. Und als drittes war noch... So ein Dings mit einem Pinguin oder dann konntest du einen Bären nehmen oder so und dann konnte man irgendwo irgendwelche Berge runtersliden, so komisch runterrutschen, so Bob oder Wok WM mäßig. So, hier. Okay, Renntalent. Mal sehen, ob du gut genug bist, eine lebende Legende wie mich zu besiegen und das Racing-Team zu vertreten. Ich lasse dich sogar meinen Liebling, den McLaren, fahren. Ich werde etwas fahren, das nicht ganz so erstklassig ist. Oh, bei weitem nicht. Ich hoffe, die Reifen bleiben dran. Fahre in die Startzone neben Klatsch. Ja, es macht irgendwie Bock. Also, da habe ich tatsächlich wieder so ein bisschen Blut geleckt, sagt man ja so schön. Da habe ich echt Bock, auch mal wieder in Mario Kart so reinzuzocken. Habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht, aber jetzt hier auch wegen den, also wir haben auch noch weitere Lego-Games auf der Festplatte liegen, müsste aber alles PS4 sein. Da kann man aber auch gerne mal wieder reinzocken, falls ihr da Interesse habt, irgendwelche Lego-Spiele oder eben sowas wie Mario Kart oder dieses Disney-Kart kann ich ja auch nochmal zocken. Wir überspringen das mal, oder? Damit wir ein bisschen mehr vom Spiel zeigen können. Falls ihr noch mehr von dem Spiel sehen wollt, ne, müsst ihr das bloß sagen, dann können wir das gerne machen. Aber jetzt erstmal ins erste Game hier rein. Natürlich alles so ein bisschen wie Mario aufgebaut, ist klar. Okay. Doch noch... Mit dem Boot und so. Das finde ich ja ganz cool.
wenn du hier eben verschiedene Möglichkeiten hast, dass du dann auch nochmal mit dem Boot fährst oder dass du dann fliegen kannst oder sowas. Das haben sie ja bei Mario zum Schluss auch so ein bisschen reingebracht, also zumindest das mit dem Gleiten. Weiß gar nicht, ob man da inzwischen auch irgendwie Boot fahren kann oder sowas. Alles klar. Oh, nein, 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 nein. Die Steine habe ich natürlich nicht im Schirm gehabt. Mal wieder was einsammeln. Oh nein. Da haben sie mir das weggesnackt. Ey, was war das denn? Der hat mich mega rausgedrückt. Ich wollte driften. So, hier, fang auf. Weiß zwar nicht, was es jetzt groß gebracht hat, aber wir können es gerne nochmal machen. Oh. Sehe ich überhaupt nicht mehr durch, ey. Aber das mit dem Boot finde ich echt nicht verkehrt. So, das macht schon Bock. Oh. Ah, da geht mehr. Bam. Bringt das was, Alter? Das sieht immer so aus, als wenn einfach nur die ganze Gegend explodieren würde und die Fahrer in Ruhe weiterfahren. Stimmt, Split Second wollte ich ja auch nochmal rauskramen. Wollte ich auch nochmal zocken. Da kann man nämlich so ein bisschen die Welt immer einstürzen lassen und so. Das war auch immer ganz nice. Schade, dass sie das nicht nochmal irgendwie neu aufgelegt haben oder remastered oder so. Oh. Deine machen einen hier auch fertig. Komm, driften. So, sind wir Erster? Ich bin Erster. Wie habe ich das denn gemacht? Nein? Ja, nein, vielleicht. Come on. Ha. Nimm das. Schnuppergas, Bösewicht. Oh. Achso, okay. Aber das lief tatsächlich besser als gedacht. Also, dass wir hier direkt im ersten Rennen da Erster werden. Ich meine, ich habe jetzt auch nichts am Schwierigkeitsgrad eingestellt. Wahrscheinlich ist es irgendwie auf leicht oder mittel eingestellt. Keine Ahnung, was es hier so gibt. Aber nee, also so steuerungstechnisch driften musste ich mich jetzt ein bisschen dran gewöhnen. Die Dinger, die man einsammelt und dann abschießt, so fühlt sich auch ein bisschen komisch an, aber irgendwie... So rein optisch finde ich das Spiel ganz nice gemacht. Das irritiert jetzt auch gerade ein bisschen. Ich will so eine Flagge verdienen. Dieses Dreieck, das bist du. Auf deiner Reise durch die Welt entdeckst du Aktivitäten, die dein Können auf die Probe stellen. Vielleicht hast du schon eine gesehen. Hier stehen zwei neue Aktivitäten zur Auswahl. Sie sind jeweils durch einen gelben Kreis markiert. Es kann schwierig sein, den Weg nur mit der Karte zu finden. Setzen wir einen Wegpunkt. Geh auf eine der markierten Weltherausforderungen und setze dann ein... Jetzt heißt es zertrümmern. Auf geht's! Schließe die Weltkarte und folge... Ach, der Smiley ist das, ne? Warte mal, wo fahren wir am besten lang? Fahren wir hier längs, da längs? Ups. Das macht schon Bock. Ich habe ja auch den, also zumindest den ersten Lego-Movie gesehen. Und auch den Lego-Batman-Movie. Die fand ich auch echt charmant, die Dinger. Na? So, dann hier mal hin, mal gucken. Also auch allgemein, also es müssen jetzt nicht nur Lego oder Mario oder so sein. Wir können auch allgemein mal wieder irgendwelche Rennspiele zocken. Sowas wie Need for Speed oder Forza habe ich auch auf dem PC. Da müssen wir gucken, wie gut der PC damit klarkommt. Aber falls das Interesse generell an Rennspielen besteht... Hä? Was soll ich? Achso, da sind die Pilze. Ich denke eben, hä? Bam. Okay, das war natürlich... Nee, eigentlich überhaupt nicht.
Ah. Verdammt. Ich hab's nicht gebacken. So, da. Zack. Zack. Okay, das sind keine... Das war ein Baum. Zack. Okay, das ist... Oh. Gib immer ein bisschen zu viel Gas. Also das ist, glaube ich, nicht so... Na? Come on, wir werden doch hier die 20 Pilze nochmal irgendwie easy peasy. Na? Na, ist egal. Man weiß immer nicht, ob man nochmal umdrehen soll oder. Ja, guck mal, das ist, die werden ja immer wieder neu hingesetzt hier. Obwohl wir hier irgendwie gebacken kriegen oder was? Zack. Ja, ja, wenn man das öfter spielt, dann kommt man da auch hinter. So, warte, wir machen das einfach. Ist es das nochmal? Habe ich das jetzt nochmal gemacht, oder was? Ja, warte. Story-Belohnung. Ja, im Prinzip haben wir das doch. Okay, den anderen müssen wir jetzt machen, ne? Warte mal. Den hier. Ab hinter. Den machen wir noch und dann ist es das erstmal wieder gewesen für diesen Part. Und dann könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr nochmal hier von Part sehen wollt oder ob ihr Mario Kart sehen wollt oder Need for Speed oder irgendwie irgendwas. Ich mag nämlich eigentlich ganz gerne Autorennspiele. Ich bin in letzter Zeit aber nicht mehr so krass dazu gekommen, muss ich sagen. Oh. So, dann wird das Ding jetzt hier. Okay. Hä? Oh. Und das Ding da hinten noch einsammeln. Okay. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo das jetzt hier hinführen soll. Was das jetzt hier für einen Sinn ergibt gerade. Zack. Erstmal die Dinger einsammeln, okay. Oh. Oh, shit. Ja, komm. Zählt als eingesammelt. ich glaube, ich muss nach oben. Ich glaube, ich bin hier unten ein bisschen... Okay. Okay, mit... Oh. mit Viereck ist die Bremse natürlich etwas... präziser, würde ich fast sagen. Also etwas besser. Okay, ich habe die Teile. Und nu? Wow, du hast cooles Flair gefunden. Besuche jederzeit Ankis Autoteile und hol dir mit Brickbugs weitere Flares. Und cooles Zeug. Kids sagen doch cool, oder? Flair sagen sie. Wird mir das automatisch aufgemacht oder muss ich das wieder per Marke setzen? Ne, wird mir automatisch aufgemacht, okay. So, dann fahren wir da erstmal hin. Achso, ups, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich wollte nämlich gerade sagen, man muss ja echt aufpassen, dass man hier nicht irgendwo ins Wasser reinplumpst und so. Und in dem Moment fliege ich hier... Hermine hoch. Offensichtlich war hier auch eben so eine kleine Dings, wo man noch hätte etwas machen können. Ja, was soll ich? Also ich nehme dich erstmal an hier. Wenn du dir ein Fahrzeug bauen willst, sprich mit Sunny Monkey und geh rein. Diese Werkstätten dienen auch als Schnellreisestation und transportieren dich quer durch Bricklandia. Also es erinnert mich mega an Need for Speed. Mit dieser Open World und so, dass du Schnellreise und Werkstatt und dies und das und jenes. Wenn du dich auf den Weg zum Sky Cup Grand Prix machen willst, mach eine Schnellreise zu den Sandsteinweiten und beginne. Also, Renntalent, bist du bereit für die Schnellreise zu den Sandsteinweiten? Klasse! Start zeigt dir, wie du schnell zu den Sandsteinweiten reist. Wir sehen uns dort.
Okay, das dauert nicht lang. Genau wie dein Reis, drücke die Weltkarte-Taste. Du bist in der Werkstatt vom Turbofilm. Von Werkstätten aus kannst du Schnellreisen an andere Orte machen. Ja. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein ganz neuer Ort für Erkundungstouren, Rennen und neue Aktivitäten. Für die Schnellreise brauchen wir eine Werkstatt. Ich zeig dir die erste, aber die anderen musst du selber finden. Deine erste Werkstatt in den Sandsteinweiten. Bewege jetzt deinen Cursor auf die neue Werkstatt in den Sandsteinweiten und starte die Schnellreise. Ah, okay, wir haben also im Prinzip nochmal eine andere Welt. Oder wahrscheinlich sogar noch mehrere andere Welten. Du hast es zu den Sandsteinweiten geschafft. Am liebsten würde man für immer hier bleiben, was? Aber lass dich von der beschaulichen Landschaft ja nicht täuschen. Hier werden überall Rennen gefahren. An den gewaltigen Steinmonumenten vorbei. Die herrlich schillernden Flüsse entlang. Und auch in der Stadt tritt man gegeneinander an. Hey Chad, ich weiß, dass du das Zeug dazu hast, den Sky Cup Grand Prix zu erreichen, den Sky Pokal zu gewinnen und zum größten Rennstar in Bricklandia zu werden. Jetzt zeig es auch allen anderen, indem du Rennen fährst, Zielflaggen gewinnst und in den Grand Prix Arenen antrittst. Dein erstes Rennen ist das Staubteufelrennen. Der Name klingt gefährlich und das ist es auch. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte aufzurufen. Fahre mit dem Cursor über das Staubteufelrennen und platziere. Jetzt kannst du dein erstes Rennen leicht finden. Und drücke Weltkarte, um die Weltkarte zu schließen und folge dem Wegpunkt zum Staubteufelrennen. Start und ich sind immer da, wenn du uns brauchst. Jetzt geh und werde der Champion, der du schon bist. So, ups. Das ist nur ein Kreis. Ich würde sagen, den machen wir noch und dann könnt ihr entscheiden, ob wir irgendwann nochmal hier reinzocken, ob es weitergehen soll oder ob wir irgendein anderes Autorennspiel zocken oder irgendein anderes Lego-Spiel oder so. Können wir hier durch? Ja. Kürzen wir mal ab. Spontan muss ich auch irgendwie an SpongeBob, an das SpongeBob-Game denken, was wir angezockt haben. Aber es ist irgendwie niedlich. Also es macht schon ganz gut Bock. Ja. Ziemlich was los hier beim Staubteufelrennen. Ganz genau, Parker. Die Schweinezucht arbeitet vollen Gestank voraus. Es gibt verschiedene Tornado-Warnungen und obwohl auch noch ein Rennen angesagt ist, ist Chip Hausers Flugschule geöffnet. Vicky, ich konnte vor dem Rennen mit Chip Hauser sprechen. Ich konnte ihn zwar kaum verstehen, weil er den Mund voll hatte und ständig gekaut hat, aber eins ist klar, er ist siegeshungrig. Okay, mal gucken, ob wir in diesem Rennen auch wieder Erster werden. Wahrscheinlich nicht, aber... Alter, ich finde das mit den Welten schon ziemlich nice. Das sieht alles schon sehr, sehr cool aus und es sind auch sehr coole Ideen. Oh, Alter, wie hier einfach alles gefühlt in die Luft fliegt. Aber das ist auch eine gute Idee, dass du halt verschiedene Areale sozusagen hast. Verschiedene Optiken hier, wie die Welten aussehen. Oh! Was geht jetzt? Was war das? Ah, ist ein bisschen blöd, jetzt hier die ganzen Fragezeichen einzusammeln. Okay. Man sammelt die auch nicht so wirklich direkt ein, ne? Also irgendwie fährt man unter den Fragezeichen... Yo! Meine Güte. Also hier geht's wirklich steil. Muss ich sagen, ich sehe hier teilweise überhaupt nicht mehr durch, weil hier einfach alles richtig hart abgeht. Ja. Come on. Verdammt, wir müssen mal wieder irgendwas einsammeln. Gib mir ein Fragezeichen.
Ja, schöne Sache. Mach die einfach weg. Es erinnert mich auch so ein bisschen an dieses, weiß gar nicht mehr, Turbo Racers oder so hieß das. Das hatte eher so eine Draufsicht, aber das wirkte auch so ein bisschen so vom Fahrstil her und so. Ey, wie ich jetzt hier an nichts rankomme, weil die vor mir fahren. Ist ja ärgerlich. Jetzt komm. Meine Güte, Dritter. Oh nein. Okay, es geht noch weiter. Ich dachte schon, wäre... Ja, stimmt, oben steht ja 4 Runden. Oh. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ey, da zerstören die noch meinen... Komm. Nein, ich bin hier irgendwo hängen geblieben. Oh, oh, ich fahr falsch. Was? Ey, ich sehe... ich sehe hier nicht mehr durch. Ich bin irgendwie falsch gefahren, glaube ich. Come on, überhol sie einfach. Ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben. Irgendwie sind wir Erster. Alter. Das ist doch auf easy eingestellt hier, oder? Wir waren doch bis eben noch richtig hart. Was weiß ich, Vierter, Fünfter oder so. Und auf einmal gewinnen wir das Ding hier. Aber eigentlich ging es, bis ich dann so komisch die Strecke verloren habe. Und dann wieder zurück. Ich weiß nicht, ob mich da angegriffen wurde oder ob mich der PC wieder zurück auf die Strecke geschoben hat. Das war ganz komisch eben. Aber, nö, das ist so ein gute Laune-Spiel irgendwie. Das macht schon Bock. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt hier auch erstmal zum Ende kommen werden. Und dann könnt ihr ja entscheiden, ob ihr da Bock drauf habt oder ob ihr es selber zockt oder so. Yeah, wieder eine geholt. Soll ich es mal mit diesem Bemühen versuchen, das mir immer alle empfehlen? Du hast deinen ersten Rivalen besiegt. Nicht das gleiche wie mich zu besiegen, aber du hast eine Flagge. Ich füge diese Zielflagge deiner Sammlung hinzu. Sie ist sehr hübsch und bringt dich einen Schritt näher an die Qualifikation für die sandsteinweiten Grand Prix Arena. Eins doch. Du musst erst noch etwas Erfahrung sammeln, um mit deinen nächsten beiden Rivalen mithalten zu können. Es ist an der Zeit, EP zu sammeln und dein Level zu erhöhen. Finde zwischendurch Events, Missionen und Herausforderungen, indem du die Welt erkundest. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte. Ich habe die nächsten beiden Rennen auf deiner Karte markiert. Das zum Freischalten eines Rennens benötigte Level wird auf dem Rennsymbol angezeigt. Du siehst dein aktuelles Level in der EP-Anzeige oben rechts in der Weltkarte. Alles verstanden? Toll! Dann mal los! Das ist doch ähnlich auch bei Need for Speed gewesen, oder? Also ich muss jetzt quasi noch ein paar Punkte holen, damit ich hier auf Rang 4 steige. Wir sind auf Rang 2, wenn ich das richtig sehe. Ja, also sowas würden wir dann eventuell in einem weiteren Part machen. Ansonsten, so für zwischendurch kann ich das Spiel auf jeden Fall empfehlen. So. Und auch allgemein, wenn man jetzt so Lego-Spiele abfeiert und so, dann ist so ein Lego Racer eigentlich eine ganz geile Idee. Okay, das ist es dann erstmal wieder gewesen. Schreibt eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.